Eigentlich sehr viel sogar, weil ich dieses Jahr ein sehr urlaubsreiches Jahr eigentlich geplant hatte. Ich hatte jetzt schon in Osterferien eigentlich einen Urlaub nach Polen und an die Nordsee, was jetzt schon durch Corona nicht stattgefunden hat. Und es kommen jetzt noch in dieses Jahr drei weitere Auslandsbesuche, die vielleicht auch nicht stattfinden können. Nun, es sind dieses Jahr mal was komplett anderes. Wir treffen uns jetzt mittlerweile online über Videochat mit den Mitarbeitern oder halt in kleineren Gruppen, um irgendwelche Sachen zu planen, zu besprechen. Und man sieht sich auf jeden Fall jetzt nicht immer, man sieht sich gar nicht mehr wirklich persönlich, sondern hat halt eigentlich online, man ist direkt am Computer, man kann direkt schon Sachen irgendwo eintragen und bearbeiten, was sogar auch seine Vorteile mit sich bringt. Nun, natürlich fällt jetzt die ganzen Jugendarbeit, also Jugendarbeit eigentlich aus, aber ich kann jetzt viel im Jugendheim neu streichen. Ich habe jetzt zum Beispiel letztens die Küche komplett neu gestrichen. Es werden jetzt wahrscheinlich noch andere Räume folgen. Ich helfe viel sehr platt dabei, die Taschen zu packen für den Mittagstisch, einkaufen zu gehen, einfach Lebensmittel zu besorgen. Oder wie zum Beispiel jetzt gerade mache ich oder falte ich Briefe und die werden dann an die Teilnehmer verschickt, damit die wissen, was jetzt so momentan so läuft. Das ist sogar die Jugendarbeit, denn in der Jugendarbeit sind eigentlich fast alle meine Freunde und auch die Teilnehmer, die habe ich schon sehr ins Herz geschlossen und das ist jetzt mal ein bisschen traurig, jetzt die Menschen nicht mehr zu sehen, die man eigentlich sonst fast sogar tagtäglich gesehen hat. Ich freue mich einfach schon sowas von darauf, wenn das Jugendheim aufmachen kann und ich fast wieder jeden Tag mit meinen Freunden zusammen bin. Nun, also ich habe ja eigentlich, also ich habe mein Leben sozusagen in Gottes Hände getan und ich sag mal so, ich versuche hier sozusagen nicht alle, jeden Weg von Gott zu akzeptieren. Wenn eigentlich war jetzt sozusagen mein Plan, ab Oktober dann ins Ausland zu gehen, erstmal für ein Jahr. Und wenn das halt nicht stattfinden kann, gucke ich halt, welche Wege sich halt hier öffnen in der Zeit. Und werde wahrscheinlich auch dann mit dem Weg wahrscheinlich auch glücklich sein, denn ich habe in gewisser Art und Weise gewählt. Und dadurch, dass ich halt jetzt sozusagen die Sicherheit habe oder halt mit der Einstellung dadurch gehe, dass ich mal einen Weg auch hier finde, der mich glücklich macht, das beruhigt mich, das macht das Leben momentan ein bisschen einfacher, einfach ein bisschen entspannter und nicht so, sag ich mal, gehetzter oder eingeschränkter, sondern einfach relativ entspannt, frei trotzdem noch. Ja, denn ich hatte jetzt zum Beispiel viel Zeit erstmal zu Hause, weil ich jetzt 5 Wochen zu Hause war. Ich konnte viele Sachen tun, die ich sonst in der Zeit eigentlich bestimmt nicht gemacht hätte, weil ich das einfach sonst nicht die Motivation gefunden hätte. Ich habe zum Beispiel die amerikanischen Staaten auswendig gelernt und wo sie liegen, was ich halt schon eigentlich immer machen wollte. Ich fange jetzt wahrscheinlich auch bald an, oder habe auch angefangen, ein bisschen Französisch zu lernen, weil ich die Sprache einfach sehr schön fand, aber auch einfach irgendwie in Schulunterricht nicht haben wollte, aber jetzt dann schon.